Ja, ich grüße euch alle ganz herzlichst hier bei uns im LLB Lotusblüte Radio und TV. Ja, wir haben heute eine wunderbare Live-Sendung zu einem ganz fantastischen Verlag, dem Smart Verlag. Und der Smart Verlag feiert ein ganz großes Jubiläum, ein Vierteljahrhundert, kann man echt sagen. Und es ist schon was. Und wir haben natürlich hierzu die Gründerin Mara Ordemann eingeladen und ich sag einfach mal ihre linke, ihre rechte Hand, Gabi Heuchemann, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Schön, dass ihr hier zu uns gekommen seid, liebe Mara, liebe Gabi. Und ihr wollt heute mal den Smaragd Verlag etwas näher bringen. Ich muss echt gestehen, es ist eines meiner Lieblingsverlage. Das ist wirklich so, ja, weil ihr habt wunderbare Werke und da tauche ich ganz oft ein und das gibt mir auch selbst sehr viel. Ja, für alle, die mich natürlich noch nicht kennen, ich denke, die meisten kennen mich, ich bin die Sanara Angelika, grüße euch ganz herzlich hier aus dem Sendestudio Ulmen und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Mara Ordemann und Gabi Heuchemann. Ja, wir auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Es ist für uns eine Premiere in dieser Art und wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Ja. Und begrüßen halt auch alle am Schirm und die uns im Ohr haben. Ja, und feiern dieses Jahr 25 Jahre. Und es ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich habe natürlich in diesem Jahr viel an die vergangenen Jahre oder auch Jahrzehnte zurückgedacht. Und dann denke ich immer, 25 Jahre. Ist ja 1989 gegründet. Das war ein ganz bedeutsames Jahr für die Bundesrepublik Deutschland, ja. In dem im November die Mauer fiel. Und ich damals, als der Verlag dann gegründet wurde, wusste ich natürlich nicht, dass es auch letztlich für den Verlag in der Rückschau dann ein wichtiges Datum sein würde. Mara, den Verlag, Smaragd Verlag, hast du vorher mal etwas anderes gemacht im Verlagswesen, sag ich mal so? Ich glaube, da spielt mir irgendwas vor, ja? Also es ist so, ich habe von Haus aus immer schon sehr viel Interesse für das geschriebene Wort gehabt. Mhm. Auch schon in der Schulzeit habe ich mich halt sehr für Literatur und den Deutschunterricht interessiert und ganz viel gelesen auch und bin dann also später auch in den Übersetzungsberuf gegangen und habe 3 Sprachen übersetzt, Englisch, Französisch und Spanisch. Allerdings etwas ganz anderes, nämlich Technik und Medizin. Und bin dann 1986 in Köln in Literaturkreise gerutscht, auch durch eine Liebesgeschichte. Und habe dann begonnen, einige Bücher im Mara Buchverlag zu verlegen. Diese haben sich dann vorwiegend mit Köln-Literatur und auch Stadtteilliteratur Ehrenfeld beschäftigt. Mhm. Und das ist so knapp 3 Jahre gelaufen, aber neben meiner normalen Tätigkeit natürlich. Mhm. Und dann bin ich zur Esoterik geführt worden durch verschiedene Ereignisse. Und kam dann auch durch einen Titel damals von dem Leuenberger, ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwas mit Esoterik. Und das habe ich also dann verschlungen. Und dann wurde ein Buch erwähnt, The Sea Priestess. Mhm. Und da stand dann dabei, dieses Buch gibt es leider nicht in deutscher Sprache, sondern nur in englischer Sprache. Und das hat dann wiederum die Übersetzerin in mir geweckt und neugierig gemacht. Und dann habe ich mir damals über Umwege, es war wirklich nur über Amerika zu bekommen, es war auch nicht in Englisch, in der Originalsprache erhältlich, habe mir dann das Buch besorgt, habe es dann gelesen und habe gesagt, boah, das ist ja toll, das möchtest du gerne rausbringen und wenn es das auf dem deutschen Markt noch nicht gibt, dann mach dich mal ran. Und dann habe ich das also übersetzt, habe das zusammen mit einem Bekannten, der hat dann das Lektorat gemacht. Und es war das erste Buch und es erschien dann 1989 zur Buchmesse. Und da haben sie auf der Buchmesse, ich hatte dann so einen winzigen Stand von 2x2 Metern, ne, diese Sardinenbüchse. Und dann haben die Leute mir das Buch wirklich aus den Händen gerissen. Und ich weiß noch, ich habe dann das zu Hause im Wohnzimmer gepackt, immer auf der Yacht nach einem Karton, wo man dann die Bücher einpackt, Rechnungen von Hand geschrieben, kann man sich heute alles gar nicht mehr so vorstellen.
Und so hat alles angefangen. Aber schöne Erinnerungen, denke ich mal. Wunderbare Erinnerungen, ja. Das war das Buch Die Seelenpriesterin. Die Seelenpriesterin, ja. Ganz genau. Ja, ich denke, dann war irgendwo entstanden, ja, jetzt mache ich darin weiter. Ja, es war einfach, die Resonanz war auch so groß. Und dann ist das Verlegen und Bücher machen und Bücher lesen ist ein Virus. Und wenn man das mal davon mal ergriffen ist, dann kann die Gabi das und ihr könnt das alle bestätigen. Und wenn man das also dann mal daran erkrankt ist, dann hat es einen gepackt. Ist es einfach so. Ja, gibt es kein Heilmittel gegen. Nee. Gott sei Dank. Ja. Liebe Gabi, ich frage jetzt einfach mal zwischendurch. Ja. Du bist als rechte und linke Hand, kann man sagen, Stellvertreterin im Smaragd Verlag tätig. Ja. Und was hat dich bewogen, überhaupt, ich sag mal so, diese Tätigkeit auszuführen? Ja, das war der sogenannte berühmte Zufall. Das fällt an zu, ne? Ja, ja. Meine Tochter war damals noch sehr klein und ich habe nur stundenweise gearbeitet, also ein, zwei Tage in einer größeren Firma, in der auch mein Mann beschäftigt war. Leider war dann eine große Entlassungswelle, wo natürlich dann erstmal die Doppelverdiener und die nur Teilzeit beschäftigt waren, runterfielen, also auch ich. Und dann habe ich entschieden, jetzt bleibst du ein Jahr zu Hause. Das Kind ist noch klein, die war damals 5 Jahre alt, meine Tochter. Und ja, und 2 Wochen später, frag mich nicht warum, bin ich zu einer Nachbarin und habe gesagt, gib mir mal die Zeitung. Und da war eine Chiffre-Anzeige drin, also ich wusste gar nicht, worum es geht. Für 2x die Woche im Raum Puderbach, wo unser Verlag ja auch ist, würde jemand gesucht. Und da habe ich dann hingeschrieben. Ja, und dann kam ein Anruf und dann bin ich zum Vorstellen, das war an Schwerdonnerstag, und bin dann zum Smaragd Verlag und bin da rein und dann kam mir eine Frau Ordemann entgegen mit Rattenschwänzen, Sommersprossen, war ja Schwerdonnerstag, kölsche Mädchen. Ah, ja, ja, ja. Und sagte dann als erstes zu mir, so sehe ich aber nicht immer aus. Und ja, und dann hatten wir ein sehr schönes Gespräch und ich kam nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, ich habe den Job. Er sagt, da hast du schon eine Zusage? Sagst du nein, aber die kommt heute noch. Eine Stunde später ging's Telefon. Ja, und da war die Zusage. Und dann habe ich die Woche drauf angefangen und das ist jetzt fast 13 Jahre her. Herrlich. Und da hat es mich auch gepackt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich war auch schon immer an Spiritualität sehr interessiert, hatte nur keine persönlichen Kontakte im Umfeld oder so. Genau. Und das war für mich dann so ein Wow-Erlebnis, da reinzukommen. Ja, das sind natürlich schöne Begebenheiten, wo man sich auch gern immer wieder daran erinnert. Ja. Wirklich, wie kam ich dazu? Du als Gründerin, Mara, immer, ja, was hat mich bewogen überhaupt, mich daran zu trauen, das zu machen? Du hast so schön gesagt, ja, wenn man einmal infiziert ist, dann bleibt das. Ja. Das ist ja auch wirklich eine schöne Sucht, muss man ja mal sagen. Oh ja. Also das kann man ja dankbar annehmen. Und der Gabi ist es dann ebenfalls so gegangen. Und da kann ich echt nur sagen, eine tolle Idee, eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Denn ich weiß, der Smaragd Verlag ist ja ein etwas anderer Verlag, will ich mal so sagen. Ist das richtig ausgedrückt? Ja, wir sind zwar ein Verlag mit all dem, was dazugehört, dem ganzen kaufmännischen Hintergrund, ohne den es ja nun mal nicht geht, weil wir auch auf dieser Ebene hier leben, aber ich denke, wir arbeiten schon etwas anders als vielleicht die Kollegen. So genau weiß ich es nicht, aber wir arbeiten einmal auf einer sehr persönlichen Ebene. Wir kennen fast alle unsere Autoren. So ein Manuskript kommt rein und dann wird es quer gelesen von der Gabi und von mir. Und wenn es uns dann zusagt, dann nehmen wir Kontakt mit dem Autor, der Autorin auf und dann treffen wir uns. Und da wir ja speziell auch gechannelte Literatur machen, ist es uns ganz besonders wichtig, den Autor, die Autorin persönlich zu kennen, weil wir ja schon auch eine Verantwortung unseren Lesern gegenüber haben, dass wir da, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, keinen Schrott machen, sondern dass das Hand und Fuß hat und dass wir natürlich auch als Verlag vertreten können, was in diesen Büchern drin steht. Und wir spüren oft schon, das kann aber Gabi auch nochmal schön erzählen, wenn so ein Manuskript reinkommt,
dann hast du schon so ein Kribbeln oder so ein angenehmes Gefühl und dann blättert man so ein bisschen. Ja, und dann treffen wir den Autor und dann geht's weiter. Ist schon so energetisch, glaube ich, irgendwo, ja, ne, fühlt man das. Du hast manche Titel, manche Manuskripte in der Hand und hast eine Gänsehaut am ganzen Körper. Und da brauchst du noch nicht zu gucken, worum es geht, dann weißt du schon, das ist es. Also das ist ganz interessant. Also könnte man es auch so sehen, ihr nehmt noch lange nicht alles. Nein. Ja. Was aber nicht nur mit der Energie zu tun hat. Wir haben natürlich eine bestimmte Anzahl, die wir im Jahr auch nur machen können, von der Arbeit, vom Arbeitsaufwand her. Und wir müssen natürlich auch gucken, passen die Themen zueinander? Oder ist es jetzt das 50. Buch zum gleichen Thema, wo die Leute sagen, nee, also ich brauche jetzt nicht noch ein Buch darüber. Das habe ich ja schon gelesen. Also man muss natürlich ganz viel da auswählen. Also eine Absage hat nicht immer was damit zu tun, dass das Buch schlecht ist und es uns nicht gefällt. Sondern wir müssen natürlich gucken, was ich gerade schon sagte, passt es ins Programm, passt es auch zu den Büchern, die gleichzeitig erscheinen, und ist es nicht schon jetzt das 50. Buch zu einem bestimmten Thema? Das muss man natürlich abwägen. Und kann man es so sehen, dass ihr ausschließlich nur geschändelte Bücher inhalt? Nein. Es ist schon ein Schwerpunkt des Verlages. Ja. Und wir wissen also auch von Autoren und auch so in der Szene, dass wenn die sprechen ja auch untereinander und jemand hat dann ein neues Manuskript geschrieben, dass dann schon gesagt wird, ja, am besten bietest du das jetzt vom Thema her, beziehungsweise eben was gechannelt ist, den Smaragd-Verlag an. Also das hat sich schon rauskristallisiert. Aber es ist uns eben auch ganz wichtig, Bücher für Menschen zu machen, die beginnen, sich mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen. Ja. Und das ist uns ganz wichtig. Das finde ich auch wichtig. Ja, und da muss man jeden da abholen, wo er ist. Und deswegen gibt es viele Bücher, die für den Einstieg richtig sind, aber eben nicht für jeden und nicht für jede. Sondern der eine, aber auch ganz allgemein gesprochen, ganz viele Menschen kommen über Reiki an diese Thematik. Es ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber vor vielen Jahren war speziell Reiki, also einfach das Thema. Es war auch für mich eine Einstiegsmöglichkeit. Ne? Oder über Karten legen, Tarot, oder was auch immer. Und man führt, das ist meine feste Überzeugung, man wird immer dahin geführt, wo man hin soll, in Anführungsstrichen, wo es für einen richtig ist. Es ist ja auch so, wir befinden uns ja gerade zur jetzigen Zeit in einer sehr hochschwingenden Phase. Mutter Erde ist ja auch sehr hochschwingend und somit natürlich auch alles, was sich auf Mutter Erde bewegt, insbesondere die Menschheit. Richtig. Und ich denke, da ist natürlich auch das Thema Spiritualität, höheres Bewusstsein viel mehr gefragt als vielleicht noch vor 20, 30, 40 Jahren. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das finde ich ganz toll, also dass immer dahingehend auch ganz viele Werke von euch angeboten werden, die wirklich jeder Mann, jede Frau immer wirklich da bereichern können. Es sind also auch viele im Bereich Lebenshilfe dabei. Ja. Um wirklich erstmal die Menschen, wie Mara schon sagte, da abzuholen, wo sie halt gerade stehen. Man kann jetzt jemand, der vielleicht spirituell interessiert ist, aber so noch gar nicht das Wissen hat, oder was das Wissen ist, vielleicht der falsche Ausdruck, sich damit noch nicht viel beschäftigt hat, den kann man jetzt kein hochgechanneltes Buch geben, der wüsste gar nicht damit anzufangen, hätte ich damals auch nicht. Das ist ganz normal. Und dass man erstmal, und deswegen haben wir auch die Rubrik Erste Schritte in die Spiritualität, wo dann diese Bücher Lebenshilfe, Ratgeber auch drunter fallen. Lebenshilfe, Ratgeber, Gabi, was mag sich jetzt der Zuschauer, der Hörer hier darunter vorstellen? Welche Richtung ist das in etwa jetzt, ganz grob mal gesagt? Ganz grob ist es, sage ich jetzt mal, Lebenshilfe, Ratgeber. Was kann ich in bestimmten Lebenssituationen tun, mit Meditation? Was gibt es auf allen Ebenen, damit ich damit zurechtkomme? Ganz ohne, jetzt wird was von der geistigen Welt gechannelt oder so. Also erklärend. Erklärend, genau.
Oder wer ist wer? Was machen überhaupt die Engel? Genau. Wie kann man Kontakt zu Engeln aufnehmen? Und. Also das sind ganz viele Themen natürlich bearbeitet. Und ich denke, da ist auch für jeden Interessierten das Richtige dabei. Ich finde es gerade für jemanden, der sich gerade mal traut, ja, sich so ein bisschen da hineinzutasten, ist das ganz wichtig. Ehe man da sofort mit schwerer Kost anfängt, sag ich mal klar, so. Klar, klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt sprachen wir schon davon. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Verlage. Ihr unterscheidet euch wirklich mit eurem Smaragd-Verlag natürlich auf eine andere Ebene, will ich mal so sagen. Etwas andere Ebene. Und das finde ich toll. Gerade auch diese geschändelten Werke. Ich weiß auch so aus vielen Gesprächen, auch aus eigenen Erfahrungen, dass ein altes Wissen, das wir aus vielen Inkarnationen mitgebracht haben, dass das jetzt wirklich wieder zum Tragen kommt. Und dadurch ergeben sich ja auch diese Channelings, wo wir immer mehr Kontakt haben mit der universellen Welt, mit der geistigen Welt. Und ich sage immer so, unsere Seele geht in die Überseele und greift auf die große Festplatte zu. Und dann ergibt sich das einfach. Das Wissen ist ja da, wir haben es alle in uns. Und jetzt öffnen wir uns wieder dafür. Genau. Das ist alles. Genau. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dennoch nimmt auch Angst. Weil viele, die vielleicht auch etwas spüren, da kommt doch immer was. Werde ich jetzt so langsam so ein bisschen verrückt? Oder? Es ist natürlich nicht kein Verrücktwerden in dem Sinne, sondern es öffnet sich etwas. Richtig. Ja. Aber es ist ja auch letztlich so, wenn ich bete zu Gott, zu den Engeln, wie auch immer ich das jetzt bezeichnen möchte, sei mal dahingestellt. Und ich bekomme eine Antwort. Mhm. Das ist nichts anderes als Channeling. Ist es, ja, genau. Ja, und das ist einfach schön. Und dann natürlich am Anfang überlegt man dann, naja, ist das jetzt dein Kopf gewesen oder was ist da jetzt durchgekommen? Aber ich denke, man spürt im Herzen, und darum geht es ja auch speziell, um das Herz und mit dem Herzen zu leben. Im Herzen spürt man, das ist Quatsch oder das hast du dir jetzt eingebildet oder das ist stimmig für mich. Und es muss immer für den Einzelnen stimmig sein. Ja. Es ist wurscht, ob der andere das jetzt sagt, ach, ist doch ein Quatsch. Für mich selber stimmen. Genau. Und das spüre ich. Ja. Und das kann man auch ein bisschen lernen und trainieren. Und dann merkt man ja, doch, das ist meine Wahrheit. Man weiß vor allen Dingen auch irgendwann, das sind nicht meine Gedanken. Das sind gar nicht meine Gedankengänge. Nein. Und dann spürt man wirklich im Herzen, da ist immer was durchgekommen. Ja. Auch wenn man noch zweifelt. Ja. Zweifelt tut immer der Kopf. Ja, aber man merkt dann sehr oft, und das ging uns am Anfang noch sehr viel stärker, und heute wird es schon besser, einfach besser, weil wir gewohnter das sind. Aber du hast irgendwie eine Eingebung, du kannst es auch Eingebung nennen, Intuition, es gibt viele Namen dafür, Bauchgefühl. Und dann hast du etwas empfangen, auf welchem Weg auch immer, und dann denkst du, naja, was das wohl sein mag. Und dann, kurze Zeit später, gibt dir das Leben die Bestätigung. Richtig. Und dann denkst du, och. Und wenn das öfter passiert, desto sicherer wirst du und desto mehr lernst du, mit diesen Energien und dieser ganzen Welt, dieser anderen Welt, der spirituellen Welt umzugehen. Richtig. Richtig, man wird auch viel sicherer, also man spürt es einfach, ja, es ist so. Ja. Man lernt auch mehr auf sein Herz und auf seinen Bauch zu hören und nicht nur immer aufs Ego. Ganz genau, man ist dann mal wirklich... Dass da immer dazwischen funkt. Genau, den kann man so gut erziehen, dass man wirklich auch mal sagt, also bitte funkt mir nicht immer dazwischen. Richtig. Lass mich mal im Herzen fühlen. Ich weiß nicht, in einem unserer Bücher stand drin, ist also schon viele Jahre her, schick mal den Verstand in Urlaub, schick den mal weg. Ich sag immer so schön, schick den mal jetzt im Moment in die Hängematte oder Schaukelstuhl und ruh dich schön aus, damit auch wirklich das innere Wissen durchkommen kann. Ja, ihr Lieben, 25 Jahre Smaragd-Verlag, ein Vierteljahrhundert. So rückblickend zu schauen, ja, das macht einen doch stolz, Mara, oder? Doch, es macht stolz. Es ist doch 25 Jahre. Ich hätte es auch damals nie gedacht, weil ich ja gar keine Ahnung vom Verlagsgeschäft hatte. Ich bin Seiteneinsteigerin gewesen,
und habe mir das alles mühselig jetzt schon erarbeitet. Ich hatte aber immer gute Freunde, Kollegen, die mir geholfen haben oder die dann später uns geholfen haben. Und es ist auch heute noch so. Und doch, es macht schon etwas stolz. Und ich habe mir extra die Haare selber färben lassen zum 25-jährigen Jubiläum. Ich nicht. Ach, wie schön. Mama, auf was kann man da zurückschauen, wenn man jetzt bei 25 Jahre ist? Auf die Werke. Hast du in etwa eine Vorstellung, wie viele Werke in diesem Vierteljahrhundert entstanden sind? Ups. Gute Frage. Muss ich gerade mal überlegen. Also im Moment machen wir so 20 Titel im Jahr ungefähr. Das war aber nicht immer so viel. Also wenn ich jetzt hoch um 200, ja, so 700-800 Titel müssen sind das sind also in dem Vierteljahrhundert entstanden. Ja. Und sehr ausgesuchte und gute Werke. Ihr habt uns ja hier so ein kleines Repertoire mal mitgebracht. Also ich habe auch schon gerade wieder die Sucht zum Lesen entdeckt, was natürlich jetzt gar nicht möglich ist. Ihr macht natürlich auch aus den einzelnen Büchern entstehen auch CDs. Sprich, kann man das sich vorstellen, das sind geschändelte Meditationen? Oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, also wir haben ja viele Bücher, in denen auch Meditationen durchkommen von der geistigen Welt an den Autoren zu bestimmten Themen oder wie man eine bestimmte Heilkraft in Kraft setzen kann etc. Und natürlich ist es dann für den Leser auch angenehmer, wie das zu lesen und manchmal ist es ja auch seitenweise, das auswendig zu lernen. Und deswegen machen wir zu sehr vielen Büchern im Nachhinein in der nächsten Saison eine CD. Schön. Wir haben da in der Nähe ein Tonstudio, wo das aufgenommen wird. Und wir lassen auch die Autoren selbst kommen. Schön. Die sprechen also ihre CD selbst, weil es uns ganz wichtig ist, dass die Energie auch rüberkommt. Genau. Gerade bei Meditation ganz oder wenn man tief in sich geht, gibt man ja auch so ein bisschen Kontrolle auf und da muss die Energie einfach stimmen. Und wenn die schon beim Buch gestimmt hat, dann ist es bei der CD dann natürlich auch... Wollte ich gerade sagen, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Gerade bei solchen gesprochenen Werken aus einem Buch, würde ich mal richtig, so sagen, ja, dass nach Möglichkeit der Autor spricht. Ja, also und sonst machen wir es nicht. Ja. Wir haben manchmal, ist einfach, dass es ein Dialekt ist, der so stark durchkommt. Und dann machen wir es nicht, dann geht es eben halt nicht. Genau, ne? Ja. Das ist dann halt so. Ja. Ja, ich habe mir hier so einen kleinen Leitfaden gemacht. Nehmt es mir nicht übel, aber es ist einfach so bei solch einem tollen Verlag. Ich will mal so darauf hinaus, ihr habt ja nun eure Vorstellungen im Verlag. Die Ziele sowieso vor Augen. Was gibt es überhaupt an neuen Zielen? Gibt es da überhaupt neue Ziele, Wünsche vielleicht, die ihr noch irgendwo ganz still im Kämmerlein noch hegt und sagt, ja, das wäre noch genauso unsere Idee? Frage ich mal Mara. Ja, ich habe einen Traum. Ja, gerne. Meine Mitarbeiterinnen kennen den. Bis jetzt hat er sich noch nicht erfüllt. Aber ich möchte gerne, dass wir einen Titel machen, der in jeder Buchhandlung, die überhaupt sich damit beschäftigt, zu finden ist. Ui. Ja, man muss hohe Ziele setzen. Das finde ich ganz toll. Das ist eine sehr schöne Idee. Hast du eine Vorstellung vom Titel? Nein. Die lässt du dir aber geben, nehme ich mal an. Das lasse ich, ja. Der wird zu uns finden. Der wird dann zu uns finden und... Du weißt letztlich allerdings nie im Vorfeld, das ist auch eine Erfahrung von 25 Jahren, welcher Titel überhaupt erfolgreich wird oder welcher nicht. Ja. Das ist einerseits natürlich immer das Risiko, aber das gehört zum Leben dazu. Das Leben besteht aus Risiko. Ja. Wie man weiß, du weißt es im Vorfeld nicht. Es gibt Titel, also wir nehmen grundsätzlich nur rein, hinter dem wir stehen. Wir machen keine Titel nach dem Motto, so, ja, das ist ja ganz schön, aber das wird sich bestimmt toll verkaufen, na, dann machen wir das. So, das funktioniert nicht, das wissen wir. Aber natürlich hat man eine Vorstellung, wenn man ein Buch dann macht und ist genauer reingestiegen in den Text und dann ist es nachher im Druck,
dann denkt man schon, naja, das könnte ja was werden und das könnte das. Letztlich weißt du es nicht. Titel, wo wir gedacht haben, oh, das wird bestimmt was, das ist gar nichts geworden. Oder jetzt nichts geworden. Und später. Und später, ja. Also ein ganz bekanntes Buch, also ein ganz bekanntes Ereignis bei uns im Verlag, das lief überhaupt nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir nehmen es raus, es ist zu früh. Dann haben wir immer gesagt, aber irgendwann nehmen wir es mal wieder rein, wenn dann mal Platz ist. Dann vergingen 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, immer war kein Platz. Und dann auf einmal für Januar des Jahres X war dann Platz und dann haben wir es nochmal aufgelegt und es ist sehr viel besser gelaufen. Ja. Es ist nicht jetzt der Burner gewesen, aber es ist sehr viel besser gelaufen. Und dann hast du Titel, wo du gar nicht groß was erwartest, du nimmst es rein, weil es ein wunderbares Buch ist, die Energie stimmt. Und dann entwickelt sich das und da ist zum Beispiel das Thema unserer Seelenverträge. Ja. Das ist jetzt der 9. Band ist jetzt gerade rausgekommen. Und der 9. kommt im Januar. Wir sind schon im Januar-Programm, deswegen. Also das ist so ein Titel, das hätte ich niemals erwartet, keiner von uns. Aber die geistige Welt hat mal auf eine Frage von uns das erklärt, dass da ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Karmische Dinge, die den Verlag betreffen, den Autor betreffen. Oder aber der richtige Zeitpunkt, das Thema, dass dann genügend Leute angesprochen werden. Ja. Und ich habe auch mal gefragt, ganz enttäuscht bei diesem einen Titel, wie der dann so nicht lief, habe ich mal gefragt, wir sind alle enttäuscht, das ist so ein wunderbares Buch, warum läuft es nicht? Und da hat man uns erklärt, es war wichtig, diese paar hundert Exemplare rauszubringen, damit das Wissen in die Akasha-Chronik eingeht. Und die 500 oder was Leute, die es gelesen haben, für die war es der richtige Zeitpunkt. Und später ein anderes Mal. Also es sind so viele Dinge, die wir mit unserem menschlichen Verstand sowieso nicht begreifen können. Das können wir nicht begreifen, das ist gar nicht möglich. Was da alles eine Rolle spielt. Und diese Leute, die es dann eben zuerst gelesen haben, für die war der richtige Zeitpunkt. Und deswegen haben wir es rausgebracht und es hieß dann so liebevoll tröstend. Aber wir machen das wieder gut. Schön. Das ist auch so geschehen. Aber das Buch ist jetzt auch... Es ist nicht mehr... ist jetzt schon einige Jahre. Das sind also alles schon ältere Geschichten. Und trotzdem sollte das Wissen raus. Ja, das Wissen sollte zu gewissen Menschen. Ja, so ist es. Ja, eine tolle Erfahrung, also was da so aus der geistigen Welt kommt. Deswegen ist es auch so, wie Mara schon sagte, wir bringen also nicht nur Bücher heraus, wovon wir uns was versprechen, sondern wenn wir beide, ich sag jetzt mal mit dem Herzen Ja sagen und natürlich auch unsere Mitarbeiterin, die wir da natürlich auch mit einbeziehen und wissen, das spricht nur einen gewissen Kreis an und trotzdem machen was, weil es uns einfach am Herzen liegt und weil es für diesen Kreis auch wichtig ist. Toll. Also wirklich ganz toll. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ihr nennt euch ja auch den Wegbegleiter in die neue Zeit. Wir nennen uns RLP Lotusblüte, Radio und TV, dein Wegbegleiter in die neue Zeit der Liebe. Deswegen hat mich das gleich sofort angesprochen. Wegbegleiter in die neue Zeit, in die neue Zeit der Liebe. Was versteht ihr unter neue Zeit? Also für uns ist neue Zeit die Zeit, in der die Menschen begreifen, mit dem Herzen verstehen, dass wir letztlich alle aus einer Quelle sind, dass wir alle einen göttlichen Funken in uns tragen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja. Der berühmte Reissack, der in China umfällt und dann ganzen Geschichten. Genau. Oder die Affen und die Kartoffel auf der Insel. Ne? Ja. Also, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es nur letztlich um ein Miteinander geht und dass es nur dann geht, wenn wir miteinander sind. Und gerade im Moment wird das ja sehr stark in der Politik und all dem, was auf der Welt losgeht, ist auch in Frage gestellt. Aber das wichtig, Miteinander sowieso. Ja, das Miteinander. Und nur darum geht es. Ja. Miteinander und nicht gegeneinander. Richtig. Das ist neue Zeit. Sich auch zu erkennen, dass wirklich ein großes Liebesband einen verbindet.
Und dieses Liebesband geht nicht mit Negativität. Mhm. Liebe und Negativität geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Und da dürfen wir, oder darf Emma die Menschheit auch lernen. Mhm. Ja, ja. Zu schauen, wo stehe ich. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass sich auch ganz vieles trennt, gerade zur Zeit jetzt? Mhm, klar. Dass wirklich, ich sag mal, da wo Licht ist, ist auch dunkel. Es ist einfach so, sonst würden wir ja kein Licht erkennen. Dass aber auch gerade jetzt sich ganz vieles trennt. Mhm. Warum auch immer. Man kann es gar nicht begreifen, warum es so ist. Und doch ist es so. Mhm. Ja? Ja. Ja, das stimmt. Also das ist für mich, also uns geht es wirklich wenigstens so, dass wir also oft sagen, irgendwo, es bewegt sich alles von allein. Man muss gar nichts mehr dazu tun. Mhm. Es geht von allein. Versteht. Selbst das Trennen. Ja. Und das Zusammenkommen wieder. Ja. Das energetische Anziehen. Das ist ja so, deswegen auch Wegbereiter oder Wegbegleiter auf dem Weg dahin in die neue Zeit, genau. Zu diesem Wir sind alle eins, zu diesem wirklich inneren Erkenntnis, nicht nur das zu sagen, sondern es auch zu fühlen, geht man durch ganz viele Schatten. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Oh, ja. Durch Ängste, durch Hass auch, durch ganz viele negative Dinge, vielleicht durch Krankheit, egal jetzt mal. Bei jedem sind es natürlich andere Themen. Und da sehen wir es auch mit als unsere Aufgabe, mit unseren Büchern, die Menschen auf dem Weg in die Liebe zu begleiten. Ja, natürlich, natürlich. Ich denke, es ist eine ganz wunderbare Arbeit, die ihr da macht, wirklich die Menschen zu begleiten. Und das Thema, wir sind alle eins, du hast es sehr schön gesagt. Ich kann es nicht nur sagen, ich muss es fühlen. Richtig. Denn das nützt mir nichts, wenn ich immer sage, ja, wir sind ja alle eins. Da muss die Einheit sein. Ja, und wenn ich sie fühle, wenn ich sie hier wirklich fühle, dann komme ich nicht mehr auf die Idee, den anderen über den Tisch zu ziehen. Richtig. Oder mich nur mit Ellenbogen durch diese Welt zu kämpfen. Wenn ich das wirklich spüre, dann passiert das nicht mehr. Und dann bin ich auch mal bereit, bei mir selber zu schauen, wenn etwas schief läuft. Also ich meine, es auch uns wird ja nicht nur Positives entgegengebracht. Heute ist es anders noch als vor 25 Jahren. Aber als ich den Verlag ins Leben rief, da war Esoterik, das war eine ganz, ganz heiße Kiste. Ja, ja. Da war man ganz gleich schnell in der Sektenecke und ich weiß nicht was. Und deswegen, ich mag das Wort Esoterik auch nicht so gerne und wir verwenden eher das Wort Spiritualität. Ist ja auch so. So, ne? Aber das hat sich jetzt doch sehr, sehr stark verändert. Obwohl das Wort Esoterik heißt ja, wenn man es übersetzt, uraltes Wissen. Klar, klar, aber es heißt uraltes Wissen, aber viele wissen das ja gar nicht. Viele wissen das nicht. Wissen die Bedeutung nicht, die haben dann irgendwann mal was gehört und ach ja und so. Aber das ist wirklich, wie schon gesagt, altes Wissen, was jeder von uns in sich trägt. Ja. Ne? Und wenn ich dann, um nochmal darauf zurückzukommen, einfach auch in die Eigenverantwortung gehe und versuche nicht mehr nur mit Ellenbogen durch diese Welt zu kommen, und wenn mir jemand Kritik gegenüber äußert, dass ich dann auch erstmal gucke, nicht gleich sofort dagegen angehe, sondern denke, ja halt, stopp, ist da vielleicht etwas dran. Das heißt für mich einfach auch, das im Alltag zu leben. Ja. Das finde ich wichtig, weil, also es ist nicht so, dass wir jetzt da oben irgendwo rumschweben, gar nicht. Wir sind ganz, ganz handfeste, bodenständige, wir sind 5 Frauen, und wir schweben also nicht da oben. Aber das ist einfach wichtig zu erkennen. Ne? Man kann es auch leben im Alltag. Ja. Nur im Alltag, darum geht es. Nicht kluge Bücher schreiben und kluge Bücher lesen und dann im nächsten wieder einen in die Seite, sondern das wirklich versuchen. Und es wird von 100 Malen vielleicht 99 Mal nicht klappen, aber einmal klappt es und das ist schon super. Ja. Und das nächste Mal klappt es schneller. Und so entwickelt sich das. Aber es ist eine Frage der Zeit, auch wenn Zeit auf dieser Ebene nicht wirklich existiert. Ne? Bei uns schon. Bei uns eben schon. Genau. Ne? Ich finde es auch wichtig, was du gesagt hast, die Bodenständigkeit behalten. Ja. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Richtig. Denn sonst hängen wir irgendwo auf Wolke 85, wo wir noch nicht hingehören. Wir kommen im Leben nicht mehr. Nein, wir kommen nicht mehr. Wir leben im Hier und Jetzt. Richtig. Und auch im Hier und Jetzt
die Spiritualität im Alltag alltagstauglich zu machen. Mhm. Hm? Und trotzdem Spaß haben. Trotzdem. Lachen, Freude haben, ja. Blödsinn machen. Spiritualität heißt ja nicht ernst sein und nur meditieren. Nein, und nur wir dürfen Spaß haben, wir dürfen uns amüsieren, wir dürfen alles Mögliche. Das sollen wir sogar. Also ich weiß wohl von der Engelwelt, die haben ganz viel Spaß. Ja, natürlich. Ja, das sind doch ganz lustige Gesellen. Oh ja. Und das ist einfach schön. Die tragen auch schon den einen oder anderen Schabernack mit uns. Aber wirklich. Und ich finde das so schön. Also... Und du hast ja auch meinen Engelfreund dann neben dir stehen, liebe Gabi. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit ihm spreche, lacht der. Er lacht einfach. Er ist ein ganz fröhlicher. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, unsere inneren Kinder kommen durch. Ne? Ja. Das macht doch Spaß, oder? Auf jeden Fall. Ich finde es einfach herrlich. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf eure Werke hier ein. Da greife ich mir mal gerade ein Buch. Wir sprachen doch vorhin von dem Buch, kann man es jetzt gut sehen, kann man nicht gut sehen, so, kann man es lesen? Ja, ne? Das Buch heißt Seelenverträge, ich glaube, der erste Band, Absprache in Liebe. Ich hatte dich gebeten, oder ich hatte euch gebeten, mir diese Bücher gesamt mal mitzubringen, weil ich selbst ein großes Interesse daran habe, da wirklich mal immer wieder mal nachzulesen. Das kann man nicht nur einmal lesen. Für mich wichtig, Seelenverträge. Habt auch ihr das Gefühl, dass wir alle irgendwann mal so oben als Seelchen am grünen Tisch gesessen haben und haben uns das ein oder andere mal abgesprochen? Also in meinem Universum ist das so. Bei mir weil auch. Einfach wir auch an die Wiedergeburt oder Seelenwanderung glauben. Das ist für mich also Fakt, weil das ganze Leben, die Erde, Mutter Natur, alles ist ein Kreislauf, ein Kommen, ein Vergehen. Und warum soll der Mensch oder auch das Tier, der Mensch etwas anderes sein, dann wäre er ja ein Fremdkörper auf dieser Richtig. Erde. Richtig. Und so denke ich, passiert das mit dem Menschen auch. Die Seele ist unsterblich und beim Sterbevorgang verlässt sie das Körperliche, den Tempel, das Vehikel, mit dem wir hier in dieser Inkarnation waren. Und oben, in Anführungsstrichen, treffen wir dann die Menschen wieder, die Seelen wieder, mit denen wir uns verabredet haben. Und der Gedanke ist eben einfach, alles ist mal in Gott gewesen, was ich eben auch schon sagte, wir alle tragen den Gottesfunken in uns und haben uns dann in unzählige Funken aufgeteilt, um dann Erfahrungen zu machen und zu lernen. Und lernen diese Lektionen, was wir jetzt im nächsten Leben lernen wollen, das sprechen wir nach meinem Verständnis und nach unserem Verständnis vorher miteinander ab. Ja. So. Wir brauchen ja auch die Personen, die dann in dem nächsten Leben daran beteiligt sind. Richtig. Wir brauchen einen, der Böse spielt. Ja. Wir brauchen einen, der Gute spielt, ja. Der den Partner, die Mutter, das Kind, wie auch immer spielt. Ganz genau. Und das sprechen wir schon ab. Und ich denke, das wird auch eine ganz lustige Runde sein, dass da die eine Seele immer sagt, nee, also jetzt habe ich im letzten Leben den Bösewicht gespielt, jetzt möchte ich mal was Gutes haben. Ne? Jetzt möchte ich mal eine andere Erfahrung machen. Ne? Richtig. So wird es schon sein. Also da glaube ich auch ganz fest dran. Ich komme bewusst jetzt darauf zu sprechen, Seelenverträge, es gibt 8 Bände von diesem Buch. Autorin Laila Elysia Ayach, ist richtig? Oh, ja. Ich denke, gerade diese Autorin muss ja auch etwas, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken, mitgegeben worden sein oder wird immer noch etwas mitgegeben aus dem Universum, dass sie jetzt herkommt und über diese Verträge mal schreibt. Es ist aber nicht nur die Laila. Ah. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Es ist auch die Sarina Aurelia, die auch einen Teil der Seelenverträge schreibt. Schön, die Laila hat angefangen. Und dann haben die beiden Kontakt miteinander bekommen, aber nur per Mail oder per Telefon. Die haben sich noch nie persönlich getroffen.
Und die Sarina hat die Fortsetzung diktiert kriegt von der geistigen Welt. Und ein Buch haben sie zusammen diktiert kriegt. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Das war also eine enorm. Ganz spannende Geschichte. Ja. Die konnten wir selbst kaum glauben. Aber es ist absolut authentisch. Und wie gesagt, die Leila hat angefangen, hat die ersten Bände geschrieben, zum Teil dann mit der Sarina zusammen. Mhm. Und die Sarina schreibt jetzt die letzten Bände. Also es ist unglaublich. Aber wahr. Ja, ja. Ich denke, das ist auch etwas, wo auch diese beiden Personen ihre Verträge gemacht haben. Natürlich. Ja. Und das Wissen soll jetzt unbedingt raus. Es ist wichtig. Ja. Und das Schöne ist, die haben sofort zueinander gefunden, obwohl sie sich, glaube ich, bis heute noch nicht getroffen haben. Und da hatte auch keiner ein Problem mit. Die haben das vollkommen authentisch gemeinsam geschrieben. Und dann hat Leila irgendwann gesagt, so, jetzt mach du weiter. Wenn es bei dir durchkommt, ist das vollkommen in Ordnung. Also ich finde das super. Also das ist wirklich das ganz Das ist auch neue enorm. Zeit. Das, ja. ist das neue ist das Energie. Miteinander. Ja, ja, miteinander. Ja, und die zwei wohnen, die eine lebt in der Schweiz und die andere lebt in Bayern. Also auch weit, örtlich weit auseinander. Ja. Vom Äußeren her zwei völlig gegensätzliche Menschentypen. Und trotzdem funktioniert das. Im Herzen, in der Seele verbunden. Ja, genau so. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Also das finde ich ganz, ganz enorm. Wie gesagt, der Band 9 kommt im Januar raus. Seelenverträge. 8 habe ich hier, ihr Lieben. Schaut nochmal. Ja. Ich schaue mal auf die... Sorry, mich verschluckt. So. Ich schaue nochmal auf diese tollen Werke. Ganz da hinten liegt ein Buch. Ja. Wer mag das nehmen? Ich nehme es mal. Taguari. Ja. Das ist ein Manuskript eines weißen Schamanen. Der als 14-Jähriger in den Amazonas-Urwald ging und dort bei den indigenen Völkern aufgewachsen ist und durch eine Schule gegangen ist und dann, also dann nach vielen Jahren und Jahrzehnten, also auch dann eben fertiger Schamane war und immer noch ist. Und ich würde jetzt sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, dieses Foto zeigen. Hinten ist es besser. Vielleicht mal ganz nah rangehen. Ich nehme mal ganz nah ran. Das ist also Taguari. Ja, man kann es, glaube ich, sehen. Man kann es sehen, ja. Und ich würde euch jetzt raten lassen, wie alt der Mann auf diesem Foto ist. Als also auch das Buch entstanden ist, er hat es der Angelika Selina Braun diktiert, die zufällig in Anführungsstrichen dort bei ihm gelandet ist vor drei Jahren ungefähr. Und er ist auf diesem Foto 108 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Inzwischen sind 3 Jahre vergangen. Er ist 111 Jahre. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und wenn die Bücher oder die Manuskripte bei uns kommen, dann werden die erstmal angelesen natürlich. Mhm. Man kann es ja nicht jedes Manuskript, es kommen ja im Jahr, weiß ich nicht, 150, 200 Manuskripte oder wie viele auch immer, ich weiß es nicht genau, ich habe noch nie mitgezählt. Und sie kommen rein und dann fängt man an, etwas rumzublättern im Manuskript. Mhm. Und dann hatten wir schon gesagt, dann spürt man vielleicht etwas, wenn man es in der Hand hält. Und dann, Gabi war, glaube ich, die Erste, die es dann mit nach Hause genommen hat. Mhm. Und dann erzählst du das bitte am besten selber. Ja, Gabi. Ja, ja, ich habe mich dann hingesetzt und wollte es dann mal anlesen oder querlesen, sagen wir auch im Verlagswesen dazu, weil man, wie gesagt, nicht jedes Wort lesen kann. Mhm. Bei diesem Manuskript habe ich es getan. Ich habe freitags angefangen und war sonntags fertig bis zum letzten Wort. Und ich konnte nicht mehr aufhören und ich habe schon von ganz vielen gehört, den Mitarbeiterinnen ging es genauso, die haben dann auch alle das Manuskript ganz gelesen, wir haben es noch mehrmals ausgedruckt und das war gar keine Frage, dass wir das machen mussten. Also es ist spannend bis zum letzten Wort, es
Man kann es gar nicht beschreiben. Es ist unglaublich. Praktisch gesehen eine Lebensgeschichte, kann man sagen. Ja. Eine Lebensgeschichte verpackt mit ganz, ganz vielem uralten Wissen, das in jedem von uns steckt. Und eigentlich, aber das kann man eigentlich bei jedem Buch sagen, braucht man nur das Buch zu lesen und es umzusetzen. Aber wie gesagt, jeder hat seinen anderen Weg und ich denke, für jeden wird es das richtige Buch geben. Natürlich nicht nur von Smaragd, das wäre jetzt anmaßend, aber für jeden ist das richtige Buch da, das ihn letztendlich auf seinen Weg in die neue Zeit, in das Miteinander führt. Aber das ist mit Sicherheit eins davon, das ist... Ich habe mich vorhin geschluckt. Es hängt mir noch so ein bisschen im Hals. Vielleicht sagst du es einmal, das Thema nochmal an und auch die Autorin. Und ich finde es ganz wichtig, weil ich hatte auch gesagt, das werde ich auch lesen. Ja. Ja. Aber nimm dir Zeit. Also ja. Wenn du weißt, ich habe nichts vor, du wirst nicht mehr aufhören können. Ach genau, das ist es ja. Es ist natürlich trotzdem sehr, sehr schön, weil man sich inspiriert fühlt. Ja. Ja. Und das finde ich einfach toll. Taguari, das Leben findet seinen Weg. Ja, ja. Angelika Stelena Braun ist das, ja? Ja. Mhm. Sie ist damals nach Kolumbien gekommen und hat von einer Bekannten gesagt, da ist ein Mann, der praktiziert hier für die Menschen, die kein Geld haben. Mhm. Und hat das im Austausch mit anderen Sachen, wie auch immer, gemacht. Und den musst du unbedingt kennenlernen. Und dann hat sie diesen Mann getroffen, den Don José Taguari, als ist sein schamanischer Name. Und da hat er zu ihr gesagt, endlich sind sie da, ich habe sie schon erwartet. Sie werden meinen Lebensweg aufschreiben. Und da war sie wie vom Kopf geschlagen. Ja. Und genauso kam es dann. Herrlich. Ja. Das sind ja irgendwo alles geführte Sachen, kann man sagen. Ja. Auch wieder als Seele, vielleicht als Vertrag abgemacht. Ja, genau. Ja. Das ist enorm. Ich bin total fasziniert, wirklich. Ja. Ihr Lieben, hier liegen noch so schöne Bücher. Vielleicht habt ihr mal, was mir jetzt gerade so hier ins Auge stößt, Delfin-Heilsymbole. Vielleicht mögt ihr mal was dazu sagen. Das ist ja noch kein Buch, es ist ein Kartenset. Das ist ein Kartenset von der Sabine Scala. Das kommt jetzt im September erst raus. Das ist noch auf dem Schiff, aber bald in Hamburg auf dem Hafen. Und das sind Heilsymbole mit Botschaften von den Delfinen, die ja auch immer mehr die Welt zu den Menschen öffnen. Ja. Das sind ja ganz hoch spirituelle Wesen. Und uns einfach Heilsymbole für jeden Tag oder wie auch immer, für ein bestimmtes Thema. Man kann intuitiv eine Karte ziehen und eine Affirmation dazu oder auch die Botschaft der Delfine dazu. Also das kann man machen, wie man möchte. Und die Sabine, die arbeitet schon sehr, sehr lange mit den Delfinen. Sie hat ja auch schon eine CD bei uns herausgebracht mit Heilgesängen, die ihr von den Delfinen übermittelt wurden. Und also kann ich auch nur jedem empfehlen. Eins haben wir schon da, das geben wir aber noch nicht her, weil es das Einzige ist. Darf ich mal einmal reingucken? Ja, selbstverständlich. Das ist ja schon offen. Also die Symbole sind auch gechannelt. Die hat sie so aufgemalt. Ah ja. Man sieht hier so einzelne Symbole. Vielleicht kann man es sehen, ich weiß es jetzt nicht. Müsste ich wieder näher rankommen. Hier ist zum Beispiel der Lichtfunken. Und die Gelassenheit, das ist auch sehr schön, die neue Ordnung. Jetzt oben hinhalten, hochhalten. Noch höher. Ja. Okay. Oje, das muss man üben. Muss man üben. Ja. Ich halte mal einmal hier hin. Ich habe hier so zwei Karten. Das ist die Gelassenheit hier. Kann man gut erkennen, ne? Die Gelassenheit. Ja. Und die neue Ordnung, die spricht mich auch sehr an. Das ist toll. Ja.
Das ja, dann muss ich direkt das andere noch nehmen. Schwingungserhöhung. Hoffe ich komme ich noch hier weg. Schwingungserhöhung. Enorm. Wirklich. Die Karten haben etwas, wenn man sie anfühlt. Ja, ja. Ich denke, das geht euch auch so, ja? Ja, auf jeden Fall. Es ist also auch ein Begleitbüchlein dazu, wo halt zu jedem Thema, zu jeder Karte etwas von den Delfinen durchgegeben wird. Also ganz, ganz toll, wirklich. Also auch solche Dinge kann man eben halt im Smart Verlag beziehen. Ja. Das heißt, auch Karten sieht genauso gut wie Meditationen. Insbesondere Bücher, wo legt ihr euren Schwerpunkt drauf? Mehr auf Bücher? Oder? Das sind schon die Bücher. Ja, mehr auf Bücher, ja. Ja, das ist, Karten ist natürlich immer etwas anderes. Man kann Karten, natürlich könnte man es auch als Buch machen, Text und die Karte abbilden und dann kannst du, schlägst du das Buch auf und dann hast du ähnliche Effekte, als wenn du eine Karte ziehst. Aber der Mensch ist ja auch sehr, sehr ein haptischer Mensch. Ein Mensch möchte gerne etwas in die Hände nehmen und bei Karten wird also speziell diese Sinne auch angesprochen. Genau. Während Bücher ja mehr doch aufs Auge und aufs dritte Auge auch gehen. Ne? Was ja noch dazu kommt ist, wenn ich jetzt ein Thema habe und bekomme dazu ein Heilsymbol, will ich mir das vielleicht auch irgendwo auflegen oder bei mir tragen. Ganz genau. Mit dem Buch ist das schlecht. Ja. Ich möchte also nicht ein Buch jetzt hier am Herzen liegen haben, so sehr sie mir alle ans Herz gewachsen sind. Aber, und dafür ist es dann schon wichtig, dass man die einzelnen Symbole wirklich dann auch anders nutzen kann. Nicht nur lesen und anschauen, sondern direkt mit anwenden, kann man sagen. Genau. Hier sind noch zwei sehr schöne kleine Büchlein. Ja, ich halte sie nochmal hoch. Das sind so zwei kleine. Kann man jetzt sehen? Ja, sieht man gut. Möchtet ihr da was zu sagen? Ja, weil das ist eine neue Reihe, die wir in diesem Sommer begonnen haben, die sogenannte kleine Reihe. Ist also praktisch Postkarten groß in etwa. Und das haben wir also ganz bewusst gemacht, weil manche Bücher, die möchtest du auch dann doch eben gerne in der Tasche tragen oder in der Handtasche tragen. Handtasche finde ich auch wichtig. Kannst du wunderbar mitnehmen, in der U-Bahn lesen und beim Autofahren vielleicht nicht wirklich geeignet, aber sonst gibt es ja viele Möglichkeiten, beim Arzt oder mal mit dem Handy, also mit dem iPhone oder so, mal ans Buch zu lesen. Und der Daniel Atreju, wir finden es also sehr schön, dass wir gerade jetzt im Sommerprogramm relativ viele männliche Autoren haben, weil das ist auch interessant, dass die Männer kleine Bücher jetzt rausgebracht haben. Wobei wir dann doch so den Unterschied auch merken. Die Männer sind dann mehr so kurz, praktisch, gut, knapp, zack, klar, auf den Punkt und auf den Punkt und gut ist. Und die Frauen, ich denke so an manche unserer Autorinnen, die schwelgen dann in den Beschreibungen und in den Stimmungen. Und alles ist ja richtig. Und wir haben ja am Anfang gesagt, jeder soll angesprochen werden. Und da abgeholt werden, wo er gerade steht. Finde ich wichtig, ja. Und ich habe den Daniel auch in Berlin dann getroffen und hatte ein sehr schönes Gespräch beim Inder mit ihm. Und hier geht es halt darum, das sind auch gechannelte Texte. Das sind also 12 Erkenntnisse, wie es hier halt auch heißt. Und dann ist zum Beispiel 6. Erkenntnis die Begegnung. Mhm. Und dann ist eine gute Seite gechannelter Text. Mhm. Und dann kommen von ihm Anmerkungen zur 6. Erkenntnis und dann kommen ganz praktische Tipps von ihm und Aussagen, wie man diese Erkenntnis im Alltag einsetzen kann. Das finde ich aber gut. Und es ist, wie gesagt, es ist so kurz und praktisch. Und ja, das ist also das eine. Und magst du das andere vorstellen? Das ist ein Buch von der, kann man es sehen? Ja. Soraya Ma, Anita Weibel und von Cyrano Sven von Staden. Spielen gleich zum Traumgewicht. Mhm. Und mit Traumgewicht meinen wir nicht eine vorgeformte Figur, richtig, wie sie heute oft in den Medien präsentiert werden, sondern womit fühle ich mich wohl? Genau, Wohlfühl. Es geht um das Wohlfühlgewicht. Hier ist auch die Methode Quantum Energy
von Cyrano Sven von Staden nochmal mit erwähnt, wie man zum Beispiel auch damit unterstützend arbeiten kann, auch wenn es ums Gewicht geht. Und es sind also auch von Soraya Ma-Anita ganz viele Heilmethoden. Sie beschäftigt sich ja schon ganz viele Jahre mit dem Thema Gewicht. Und was hierbei auch anders ist, es geht nicht nur ums Übergewicht. Es geht auch um Bulimie, es geht um Magersucht, ja, genau, es geht um Untergewicht. Genau. Wie kann ich wieder zu meinem Wohlfühlkörper kommen? Also ein ganz praktisches, hilfreiches Buch mit ganz tollen Tipps, wie man wirklich zu seinem Wohlfühlkörper kommen kann. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Sprach mich jetzt auch gerade so an, ne? Muss wirklich sagen, absolut toll. Ja, ihr Lieben, hier liegt so viel, ne? Ihr habt ja so viel mitgebracht. Du wolltest ja so viel haben. Auch vielleicht noch mehr mitbringen. Nehmen wir mal das nicht. Ich würde mal sagen, ja, das nehmen wir jetzt mal. Die Allmächtigkeit in ihrem Ursprung von Heidrun Siebenhofer. Ich halte es auch mal wieder hoch, damit ihr das Cover schon mal seht. Wer mag da was zu sagen? Ja, es geht um die Farbspiralen in unserem Körper, die wieder mit dem göttlichen Licht verbunden werden. Hört sich jetzt etwas schwierig an, ist es aber gar nicht. Die Heidrun hat vorletzte Woche ein Webinar zu diesem Buch gegeben. Wir geben ja auch seit neuestem, seit einigen Monaten, Webinare, wo die Autoren ihre Bücher vorstellen und auch erklären, auch Meditationen machen. Und da haben wir zum Beispiel in einer Meditation den Farbstrahl der Klarheit wieder erweckt. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine so intensive Meditation mitgemacht. Es ging eine Hitze durch den Körper. Dieser Strahl war so aktiviert. Und das hat auch noch Tage angedauert. Also das war unglaublich. Und hier geht es um mehrere Strahlen, damit unser ganzes Licht wieder mit dem Göttlichen im Endeffekt verbunden ist. Es ist eine ganz neue Heilmethode, aber unglaublich effektiv. Also das war für mich schon ein Wow-Erlebnis, diese Meditation. Kann ich nicht anders sagen. Und ich habe schon einige mitgemacht. Sollte man natürlich jeder für sich dann auch gucken, ja, natürlich, was macht das mit mir. Ne? Ja, natürlich. Genau, das finde ich ganz, ganz toll. Wo der eine was spürt, spürt der andere vielleicht überhaupt nichts und umgekehrt. Das, du sagst die Farbspiralen, ja. Um da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, sind nicht die Chakren mit gemeint, oder? Nein, es sind ganz neue Farben. Ja. Also du nimmst bei, also wir haben ja mit diesem einen Farbstrahl gearbeitet, du nimmst die Farben wahr. Das sind Farben, die erstrahlen in so einer Vielfältigkeit, dass du gar keine Farbnamen, wie wir sie jetzt nennen, kennen. Du könntest diese Farbe nicht benennen. Jetzt, das ist Pink oder es ist einfach, man kann es nicht benennen. Es sind wirklich ganz neue Farben, die da jetzt... Also könnte man sagen, es sind universelle Strahlen. Ja. Die leuchten und die für uns, wo wir im Moment noch keinen Namen haben. Nein, wir haben dafür noch keinen Namen. Aber du fühlst und durch das Fühlen siehst du die Strahlen ja auch in dem Moment, wo du damit arbeitest. Ja. Das ist also hochinteressant. Ich möchte da noch ergänzen, also wer sich dafür interessiert, die sind demnächst bei uns auf der Smaragd-Homepage, die ganzen Webinare zum Anschauen. Man kann sie auch jetzt schon anschauen. Die Andrea Kraus, auch eine Autorin von uns, von Om Spirit, die leitet die Webinare für uns, führt durch die Webinare, weil wir es auch zeitlich ganz einfach nicht schaffen und weil sie auch die technischen Vorrichtungen hat. Und man kann auf der Om Spirit Akademie, kann man sich diese Webinare, wo man sich jetzt für interessiert, kann man sich im Nachhinein auch als Video ansehen. Sehr und schön. Das alles nochmal mitmachen, wenn man möchte. Ja. Da kann man gerne mal stöbern. Was war jetzt an Webinaren? Was kommt noch? Die sind übrigens alle kostenlos. Sehr schön. Weil wir das einfach als Service an die Leser verstehen, dass wir unsere Bücher auch jetzt mit dass den neuen Autor Medien auch mal ganz genau. Ja, und es geht auch darum, den Autor, ich meine, ich denke, es ist für den Leser ja auch interessant, den Autoren mal live zu sehen. Ja, natürlich. Finde ich ganz wichtig. Ja. Finde ich auch ganz wichtig.
eine sehr schöne Idee, sehr schöne Sache. Was haben wir denn hier noch? Ja, das ist doch auch was Schönes. Praktische Spiritualität für Fortgeschrittene. Ja, das ist die Fortsetzung vom ersten Band. Praktische Spiritualität für Ungeduldige. Die Kerstin Reichel hat also im ersten Band und dann praktisch im zweiten das nochmal zusammengefasst und weitergeführt. Ganz klar erklärt, was ist Spiritualität, wie kann ich das im Alltag leben, was macht das mit mir, die verschiedenen Alltagsseiten halt aufgeführt. Und hier, dieses ist jetzt praktisch also die Fortsetzung, es gibt es auch als Hörbuch und ist dann also entsprechend zu beziehen für Menschen. Es will ja nicht jeder immer so viel lesen, so lange lesen. Das sind Kapitel, die kannst du also am Abend vielleicht vom Einschlafen lesen oder so und dann gehst du dann damit in die Traumwelt hinein. Also einfach wirklich praktisch. Nicht jetzt da oben also irgendwo. Also mehr Arbeitsbuch, kann man sagen. Es ist ein richtiges Arbeitsbuch, ja. Na, ohne, dass man so viel arbeiten damit muss, weil es wollen ja nicht alle Menschen arbeiten. Ne? Richtig. Nicht zumindest in ihrer Freizeit. Ja, das stimmt schon. Ja. Jedoch ist auch gerade diese Arbeit mit der eigenen Seele, mit dem Bewusstsein, ist die effizienteste. Ne? Ja, natürlich. Sicher. Aber es ist ja wirklich oft so, man weiß es ja von sich selbst, der Mensch an sich. Es ist ja immer schön, wenn sowas kommt, aber in dem Moment, wo man ganz viel damit arbeiten muss, habe ich keine Zeit. Richtig, genau. Manchmal auch keine Lust. Keine Lust. Das ist aber, es ist immer so. Normal, natürlich. Ich denke auch. Ja. Das ist, aber das dürfen wir auch. Das dürfen wir auch. Menschen, das dürfen wir, ja. Ganz genau. Wer mag hier etwas zu sagen? Ja, das gebe ich. Sonja Ariel von Staden. Ja, ist ja eine sehr bekannte Autorin, die auch schon sehr viele Bücher verlegt hat. Auch ein Buch über Engel oder über Einhörner. Richtig. Und vor allen Dingen ist bei uns im Herbst noch vor Weihnachten Engel ganz modern erschienen. Ein Buch, wo es eben wirklich auch um die moderne Herangehensweise an die Engel geht. Also das nach dem Motto, Engel sind jetzt nicht nur Wesen, die heilig da oben rumschwirren, sondern wie kannst du sie praktisch in deinen Alltag mit integrieren. Und dieses hier, Spirituell und ausgebrannt, ist, wie der Name schon sagt, geht es um Burnout. Und die Autorin hat selber einen Burnout gehabt über viele Jahre und dachte auch, sie ist draußen, sie hat es hinter sich und hat dann also letztes Jahr feststellen müssen, sie ist immer doch noch mittendrin. Und aus all diesem Erleben heraus und diesen Erfahrungen und was sie alles damit gemacht hat, um aus diesem Burnout rauszukommen, das ist hier sehr authentisch geschildert und mit ganz vielen praktischen Beispielen auch, wie man das halt angehen kann. Ich habe hier eben gerade gesehen, Lichtdusche und all solche Dinge, viele, viele Übungen. Die AEG-Übung hat also nichts mit Kühlschrank zu tun, sondern Atmung, Erdung, Grenzen setzen. Und wirklich ein ganz praktisches Buch aus dem eigenen Erleben heraus. Und das finde ich immer so wichtig, dass die Autoren halt nicht über irgendetwas schreiben, sondern dass sie wirklich das also auch erlebt haben. Und dann spürt man als Leser auch und ist dann auch getröstet, wenn ich dann lese, ja, jetzt hat sie es geschafft und jetzt ist sie fast durch. Dann wird mir das auch gelingen. Richtig. Weil vielleicht hat man andere Möglichkeiten ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Ne? Und das ist mal eine andere Herangehensweise. Genau, ich finde das sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, dass die Sonja so etwas geschrieben hatte. Ja. Wir kennen sie auch persönlich. Eine ganz liebe, nette. Ja, ist ja. Was ich noch ergänzend bemerken möchte, es kommen sehr viele über 20 Experten zu Wort, die also für Burnout auch Ansprechpartner sind, die auch hinten im Expertenverzeichnis nochmal erwähnt werden und die auch etwas aus ihrer Praxis erzählen und auch vorstellen, weil es ist ja nicht, ich sage jetzt mal, Sonjas Weg ist ja nicht unbedingt der Weg von dir, von ihr, sondern sie hat in diesem Buch unglaublich viel zusammengefasst, so denke ich, dass jeder einen Ansprechpartner oder einen Weg für sich daraus finden wird. Finde ich und sehr, sehr die gut. Botschaft, die ganz klar auch rüberkommt,
Menschen, nehmt die Spiritualität auch nicht zu ernst. Genau. Sie soll Bestandteil eures Lebens sein, aber mit Leichtigkeit. Mhm. Habt Spaß und nehmt sie mit Leichtigkeit, integriert sie einfach in euren Alltag. Richtig. Und dann ist sie einfach da. Richtig. Man sieht es auch sehr viel jetzt an den jungen Leuten. Spiritualität, was ist das? Aber sie leben sie. Sie leben sie schon, ja. So viele junge Leute, genau. Die sie einfach leben. Richtig. Ganz selbstverständlich. Und so soll es einfach sein. Und ich denke so, gerade unsere Generation, oder die tun sich da so schwer, na, jetzt muss ich da, ich muss da meditieren und ich muss dieses und ich darf auch nicht mehr lachen und Spaß haben. Ich darf kein Wein mehr trinken, kein Bier mehr. Das ist alles Quatsch. Wir dürfen alles, was uns Spaß macht. Natürlich, natürlich. Und ich glaube, da verrennen sich auch sehr viele. Genau. Das ist für mich auch ein bisschen, wenn man schon auf Jahre zurückgeht, ich bin auch alte Reikianerin, dass wir damals immer schon, als Reiki damals begonnen hatte, hier überhaupt in unserem westlichen Breitengraden, da habe ich begonnen damit. Und da waren viele, die waren wirklich so abgehoben, ich sag's mal jetzt so, dass die, die mussten in Landeskrankenhäuser. Ja. Und das hat, auch das ist ein Thema, wo man sagen kann, bitte bleibt hier auf dem Boden. Bleibt auf Mutter Erde, denn da gehören wir hin. Genau, man kann sich da ganz schnell verrennen. Ja, Thema Burnout ist ja auch ein Thema, das ist ja nun weit verbreitet. Ja. Ich glaube, durch alle Altersklassen, ganz viele junge Menschen, leider schon Kinder fangen damit an. Und da sollte man wirklich mal hinschauen. Ja. Was macht uns dazu oder was bewegt uns? Interessantes Buch für alle, die vielleicht auch selbst irgendwo sich bei sich etwas erkennen oder eben halt, ich sag mal, im Freundesfamilienkreis oder wo auch immer. Oder auch für Menschen, die erst gar nicht dahin kommen wollen. Die gar nicht dahin kommen wollen. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Ja. Sehr interessant. Wusste ich nicht, dass die Sonja das geschrieben hatte. Ja. Mhm. Dann habe ich hier noch ein schönes Buch. Quantensprung in eine neue, lichtvolle Zeit. Bernhard Schwendenbein ist der Autor. Was mich jetzt so fasziniert bei diesem Buch, ich halte es mal eben hoch, wie man es gut sehen kann, ein bisschen näher vielleicht. Ja, jetzt kann man es gut sehen. Dieser Kristall, der fasziniert mich. Mhm. Mit den vielen kleinen Kristallen drumherum. Warum ich das jetzt sage, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe auch noch nicht reingeguckt, ich habe auch hier nichts gelesen. Er fasziniert mich. Ja, der kommt auch von ihm. Ja. Da arbeitet er auch mit. Und das ist das beste Beispiel, was ich eben sagte. Die jungen Leute leben es einfach. Der Bernhard ist erst 23 Jahre alt. Er hat dieses Hammerbuch geschrieben. Toll. Und mit ganz vielen Heilmethoden auch so ein bisschen angelegt an die Quantenenergie, aber nicht nur an die Quantenheilung, ein bisschen angelehnt, wie gesagt, aber er hat seine neue Heilmethode und mit einer Leichtigkeit. Und einem Humor. Ja, und einem Humor. Das ist das Wichtige. Wenn er sagt, ich spreche mit meinen Zellen, wenn ihr euch jetzt keine Zelle vorstellen könnt, auch egal. Denkt einfach dran, das Reichtun. Ich stelle sie mir immer als Smiley vor, mit Händchen, mit Füßchen. Und dann dabbeln die Zellen darum. Also er geht mit einer Leichtigkeit an die ganzen Dinge, an das ganze Wachstum in die neue Zeit. Mhm. Das hat uns so begeistert. Und es sind ganz viele Meditationen drin. Es sind auch Heilungsrituale drin. Schön. Aber auch, wie gesagt, nicht seitenlang, ellenlang. Er sagt, es kann so einfach sein. Ja. Und wenn man es gelesen hat, weiß man, es ist eigentlich auch so einfach. Du sprachst ja auch vorhin von der Leichtigkeit. Und ich finde, das ist so wichtig, auch diese Einfachheit in der Leichtigkeit zu sehen, zu erleben, zu erfahren und auch zu machen. Genau. Das finde ich so wichtig. Ja. Und da wollen wir heute mal ganz intensiv natürlich, ihr Lieben, euch das hier näher bringen. Ich finde, ich habe hier zwei so Top-Frauen sitzen mit einem ganz tollen Wissen und natürlich vielen Erfahrungen mit ganz tollen Autoren, so dass man auch wirklich diese Spiritualität, das große Wort Spiritualität, dass es so einfach ist und vor allen Dingen jeder ist spirituell. Natürlich. Ja. Jeder. Ohne Ausnahme. Ja. Der eine lebt es mehr, der andere weniger. Jedoch, dass wir auch unsere Leichtigkeit, unsere Freude, unsere Freude im Hier und Jetzt nie verlieren dürfen. Auch mal albern sein, unser ganz inneres wichtig, Kind wieder rausholen. Wichtig, ganz wichtig, finde ich ganz toll. Ja. Das ist wirklich toll und
das ist etwas, wo sich wirklich mal ganz viele von uns, auch von allen, Gedanken drüber machen dürfen. Mhm. Und da habt ihr wunderbare Werke, die hilfreich unterstützend sind, einfach herausgebracht. Das finde ich so etwas von toll. Ich möchte da gerne noch ergänzen, dass der Bernhard Schwendenwein am kommenden Donnerstag ein Webinar hat, wo er auch sein Buch vorstellen wird. Schön. Also wer jetzt noch, es ist das letzte dann in dieser, die Sabine Skala hat noch mit ihrem Delfinreisenbohlen im September noch ein, das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kommenden Donnerstag 20 bis 21 Uhr, man kann es auch über die Smaragd-Seite finden, www.smaragd-verlag.de. Mhm. Wer also Lust hat, gerade jetzt auch hier diesen jungen Autoren mal kennenzulernen. Schön. In der Arbeit, und der ist herzlich eingeladen, am kommenden Donnerstag teilzunehmen. Finde ich sehr schön. Wir haben natürlich auch auf der Radioseite euren wunderschönen Logo mit als Banner genommen und natürlich auch schon direkt hier neben dem TV-Fenster rechts mit eingebunden, und es wird natürlich auch hier bei uns im Film, seht ihr ja, wird auch immer der Smaragd Verlag benannt, und dass man direkt vom Film aus schon auf euren Verlag kommt. Wunderbar. So soll es sein. Ja, danke schön. Ja, ich finde es einfach gut, es ist wichtig, dass wir diese Hinweise geben, denn wir haben ja nur einen kleinen Teil vorgestellt. Ihr habt so eine große Vielzahl. Das sind jetzt die Neuerscheinungen August. Eben, genau. Was kommt jetzt Neues raus? Dürfen wir das schon wissen? Nein. Oh. Nein. Ja, Seelenverträge Band 9 haben wir ja eben gesagt. Die kommen im Januar. Und der Rest wird nicht verraten. Aber es wird wieder ein tolles Programm. Das ist geben. Überraschung. Ja, ja, auch, ja, auch, ja. Auch nicht welche Autoren. Dann kann ich reden, machen, tun. Sagt's mir nicht. Finde ich aber auch wichtig. Ist absolut ganz, ganz wichtig. Ja, ihr Lieben, ich muss noch mal auf diese neue Zeit kommen. Es ist ja so ein Slogan, der uns ja auch ganz doll verbindet, ne? Ja. Mit der Wegbegleitung. Ja, klar. Ja. Diese Wegbegleitung in die neue Zeit. Ich denke, ihr seid auch zwei ganz, ja, ich sag mal, authentische Frauen, die leben ihr Leben absolut im Hier und Jetzt. Könnt ihr auch von euch ausgehen, oder ich denke, das hat jeder von uns gehabt, dass es auch mal Zeiten gab, da hat man lange nicht so gelebt im Hier und Jetzt. Die gibt es auch jetzt noch, dann und dann. Die gibt es jetzt ja, auch noch. Das ist gut, dass du das sagst. Das heißt ja nicht, Bitte. Das heißt ja nicht, wir bringen jetzt diese ganzen Bücher raus und wir lesen das ja auch alles und wir leben jetzt völlig authentisch und haben keine Höhen und Tiefen mehr. Wir haben unsere Höhen und Tiefen und wir lernen genauso aus den Büchern. Mhm. Das glaube ich. Haben auch, das glaube ich. Und wir haben auch unsere schlechten Phasen, die hatte, ich glaube ich, jeder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann lernt man die guten Phasen, wie jetzt Liebe, Glück, Freude, erstmal zu schätzen. Besser zu schätzen, ja. 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 Ich denke, so eine schlechte Phase, ich kann mich da auch mit reinnehmen. Mhm. Auch wir haben die mal. Logisch, wir sind ja Menschen. Ja, klar. Ja. Sonst wäre ja alles nur immer so gleichmäßig. Ist ja irgendwann auch langweilig. Genau, dann werden wir nur noch in der Kerze. Und es soll ja spannend bleiben, das Leben. Das ist ja auch Veränderung. Ja so ja. Aber jedoch, was uns so auffällt, dass wir uns schneller wieder, ich sag mal, aus dieser Dunkelheit herausholen dürfen und können. Ja. Das fällt uns so auf. Ich denke, das wird bei euch nicht anders sein, dass auch ihr so etwas empfindet. Wenn es mal da ist, nehme ich es an, ja okay, im Moment, oh, nicht so ein guter Tag. Mhm. Ich kann mich aber schneller wieder motivieren oder aus diesem Sog herausholen, oder wie man es auch immer nennen mag. Ja. Ja, es sind ja auch manchmal nicht nur Tage, es sind manchmal ja auch Zeiten, die schon manchmal auch über Wochen gehen können, wo es auch, ich sag's jetzt mal so, knüppeldicke kommt auf allen Ebenen. Also gerade jetzt, wenn ich an das vergangene Jahr denke, auch bei mir persönlich, das war ein knüppelhartes Jahr. Und da habe ich schon auch schwer gekämpft, um da wieder rauszukommen, um den Sinn hinter dem Ganzen zu sehen. Und so bei manchen Ereignissen war es dann auch zumindest zum Teil bald sichtbar, wo es hingehen würde. Und es ist einfach auch so, wir sind alle immer wieder Prüfungen unterzogen. Wir müssen immer wieder zeigen, was wir gelernt haben,
was wirklich ist und wo es hingeht und vor allen Dingen, dass wir Vertrauen haben sollten. Ja, ich möchte das Wort sollte, müssen sollte, gar nicht sollte, erwähnen. Genau. Und das sind immer die härtesten Prüfungen. Mhm. Vertrauen in uns selbst, in unseren Seelenplan, in das Leben, ja, in die anderen, in das Göttliche, ja, in all dies. Mhm. Und es ist das Leben, es ist ein Auf und Ab. Und dann auf einmal geht es dann wieder aufwärts. Richtig. Na, aber das kennt jeder von uns, der so etwas länger über die Kindheit hinaus ist, der weiß, das ist einfach, das gehört dazu. Aber es ist, und wenn du dieses Wissen hast und dieses Vertrauen, dann kannst du mit diesen Problemen und diesen Zeiten besser umgehen. Ja, ja. Du kannst dir die Bücher zur Hand nehmen, vor allen Dingen kannst du aber in dich gehen, du kannst channeln, beten, was auch immer dann der Weg ist. Genau. Und du, dann kommst du, was du eben sagtest, schneller wieder raus. Ja. Und du siehst den Sinn. Mhm. Und dann geht es auch wieder aufwärts. Ne? Genau. Du hast gerade etwas sehr Schönes gesagt. Ich meine, diese Zeiten, ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen. Nein. Nicht nur Tage, sondern ganze Zeiträume. Ja. Und doch wieder zu schauen und zu gucken, ins Vertrauen gehen. Mhm. Ich weiß so aus eigenen Erfahrungen, dass ich oftmals funkenweise kam dann nur, Vertrauen ist gut, aber ich bin es langsam leid. Ja, das haben wir alle. Das ist einfach so, dieses Vertrauen, 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 aber wann tut sich jetzt mal was? Mhm. Es ist so. Ja. Und doch war das nur ganz kurz, dieser Gedanke. Und dann kam auf einmal wieder ein ganz anderer Impuls. Hat sich zwar nichts geändert, aber es war ein anderer Impuls da. Mhm. Ich glaube, das geht euch wohl auch so. Natürlich. Ja. Und ich sag auch, es ist doch auch nicht schlimm, wenn man mal wirklich einen Tag mal nur rumjammert. Da tut einem doch auch mal gut. Gut, wenn wir uns da... Ja. Wenn man sich mal so richtig einen Tag in seinem Elend suhlt ganz und der genau nächste wird wieder besser. Ganz ja, es genau, ist doch sind so wir heute mal ganz bedauerlich. Ja, ja. Tut man sich selbst mal ein bisschen leid, ja, mal ein bisschen rum. Das tut trotzdem, es tut der Seele gut. Es tut es mal muss doch auch gut, mal raus. Das stimmt. Es darf natürlich nicht zum Dauerbrenner werden. Ne? Eben. Also wenn es mal ein Tag ist, ist doch okay. Also ich nehme dann gern mal, ich ziemlich gern in die Meditation zurück. Wirklich nur für mich muss ich lang sein, kurz. Kurz und knackig, reicht schon. Mhm. Oder ich nehme mir wirklich mal ein Buch. Ja. Schlag es ad hoc auf und genau, lese das. Mhm. Oder zieh eine Karte. Oder eine Karte. Es stimmt immer. Es stimmt immer. Also das ist für dieses Aufschlagen eines Buches, finde ich ganz wichtig. Ja. Also ich habe mich da aufgeregt, das gibt es überhaupt gar nicht, wie ich habe Vertrauen angezweifelt. Steht doch da. Genau so, ja. Wird mit der Nase nochmal draufgestoßen. Es ist einfach gigantisch. Mhm. Ja. Eine schöne Zeit, eine schöne neue Zeit, ja, wo wir uns normalerweise glücklich schätzen dürfen. Auf jeden Fall. Auch da zu sein, ja, jetzt inkarniert zu sein, um das Leben zu dürfen. Es ist spannend. Spannend. Es ist spannend. Das Leben ist ja spannend. Ja, natürlich. Also meistens jedenfalls. Meistens, ja. Und wenn nicht, macht man es spannend. Nee. Stimmt. Ihr Lieben, was habt ihr denn noch von eurer Seite zu berichten? Wir haben jetzt so viel berichtet. Ja, wir könnten höchstens noch was mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Ja, wenn es einfach ist, ist eine sehr unruhige Zeit. Ja. Gerade wenn man sich halt die Welt im Moment anguckt. Eine sehr für viele Menschen beängstigende Zeit. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man in der Ruhe bleibt, dass man nicht zu viel mit sich, mit diesen Dingen im Außen sich beschäftigt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die kein Fernsehen mehr gucken oder die keine Zeitung mehr lesen. Das finde ich, für mich ist das übertrieben in die eine Richtung. Ich finde es aber genauso übertrieben, jetzt nur noch vor dem Fernseher zu hängen und vor jeden Nachrichten, oh Gott, und was ist denn jetzt schon wieder und das und jenes und so, und sich da so reinzusteigern, weil das ist auch nicht gut, weil das erhöht und verstärkt die Ängste. Richtig. Ich finde es ganz wichtig, das wahrzunehmen und dann einfach in der Ruhe zu bleiben, und auch da kommt wieder das Wort Vertrauen. Und es ist einfach eine Zeit, wo, wie du auch schon sagst, wo sich vieles trennt. Mhm.
und wo wir auch alle geprüft werden und wo vieles nochmal hochkommt. An Hass, an Groll, an Wut, an all diesen Eigenschaften. Und es ist vielleicht auch besser, es kommt raus, als dass es immer so im Unterbewussten oder so unterschwellig dann irgendwie brodelt, weil irgendwann muss es sich ja, wie eine Eruption muss es rauskommen, wie jetzt der Vulkan, der auch wieder gerade ausbricht. Genau. Und ich finde das wichtig, dass man da auch sich nicht verrückt machen lässt, sondern bei sich bleibt und in der Ruhe bleibt. Mara, wie würdest du das sehen? Wir haben also jetzt auch schon darüber nachgedacht, gerade jetzt im Halt hier als Lotusblüte TV und Radio. Wir wollten also bei uns im Radio, das haben wir schon öfters gemacht, mal so Friedensmeditation ad hoc gesprochen, mit ganz vielen einladen und verbinden und sich vorstellen, wir reichen uns alle die Hände. Richtig. Und schicken praktisch die Energie der Liebe hinaus, auch gerade zu den Menschen und in die Orte, wo es wichtig ist. Ja. Ich denke, das ist eine Meditation, eine Energie, die viel bewirkt. Geballte Energie. Ohne zu erwarten, ja. Einfach nur fließen lassen. Ganz wichtig. Ja, finde ich ganz toll. Ja, das, da sind wir jetzt auch, das werden wir in dieser Woche noch machen, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns da alle zusammentun. Richtig. Und jeder eben halt zu Hause oder wo er gerade ist, genau. Kann uns ja überall hören, wirklich dabei ist. Ja. Und die Energie rausschickt. Ganz wichtig. Und selbst wenn man zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht kann, weil man im Auto unterwegs ist oder bei der Arbeit, es reicht ja schon, wenn man im Vorfeld sich einklingt, gedanklich. Einstimmt. Genau. Und dann kann man diese Meditation schon im Vorfeld machen oder im Nachhinein. Genau. Wichtig ist einfach, dieses Bewusstsein und diese Absichtserklärung, ich bin dabei, ich bin daran beteiligt, ich unterstütze das, genau. Ich schicke Friedensenergien und Liebesenergien hinaus in die Welt. Genau. Und das funktioniert. Und das zu allen Menschen, zu allen Tieren, überhaupt zu der Natur, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Praktisch mit dieser wunderbaren Energie die Erde einhüllen. Mhm. Ja. Dann wirkt sie auch. Und gerade in diese Krisengebiete. Eben. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Das seid ihr ja genau mit uns auf einem Level. Toll. Aber seid ihr sowieso mit euren wunderbaren Werken. Es ist einfach nur wunderschön, was ihr da dann wirklich auf die Beine gestellt habt. Vor allem Mara Ordemann, 25 Jahre Smaragdfalle, muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ja. Ich muss das nochmal wiederholen. Weil es ist ja nun keine. Das ist ja ein tolles. Ja. Tolle Erfahrung. Aber das ist nur möglich, weil ich seit vielen, vielen Jahren Menschen an meiner Seite habe und das meine ich auch wirklich so, das ist nicht nur dahergesprochen. Menschen an meiner Seite habe, die das mit mir tragen, auch die Ups und die vor allen Dingen auch die Downs, die es ja, wie wir eben gesprochen haben, gibt. Mhm. Ganz besonders halt auch die Gabi als meine Stellvertreterin, rechte Hand, aber auch die Manuela und die Viola und die Ute, sie sind alle seit Jahren, Manuela ist fast 10 Jahre bei uns, die Viola 6 oder 7, also das ist, und die Ute auch jetzt schon 3 oder 4 Jahre wieder, ist ein Zeichen, dass schon auch dieses Team zusammengeführt worden ist. Das war natürlich nicht immer ganz einfach, dieses Dream Team, wie wir uns jetzt auch nennen, da hat es auch schon andere Menschen gegeben, die eine Weile bei uns waren und dann wieder gegangen sind, weil es nicht gepasst hat oder nicht mehr gepasst hat. Richtig. Aber das Ganze war zwar meine Idee und der Impuls, aber seit vielen, vielen Jahren bin ich da so gut begleitet. Also alleine könnte ich das alles wirklich nicht tun. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja. Ich denke, da gehört natürlich auch wirklich ein toller Kreis zu einem Team, was wirklich im Miteinander auch arbeitet und sofort erkennt, da bin ich da. Und das zeigt sich auch, wenn wir Neuerscheinungen rausbringen. Wir machen also immer ein Ritual. Jedes Mal, die Bücher werden also schön verteilt auf einem Tisch in unserem Besprechungsraum. Und dann sitzen wir alle da, machen gemeinsam eine Meditation. Und meistens kommt dann ein Channeling durch und auch mit Informationen. Und da frage ich mich dann schon manches Mal, wo kommt das jetzt her? Ne? Das so.
Und aber mit Informationen, wo man dann so im Nachhinein denkt, boah, das ist nicht von dir, das kann man, da hast du ja noch nie drüber nachgedacht. Richtig. Da sind Informationen und dann werden die Bücher praktisch, je nachdem, es ganz unterschiedlich, manchmal kriegen sie Engelsflügel oder was auch immer. Und dann werden sie hinausgeschickt in die Welt, damit sie die Herzen der Menschen erreichen. Und das ist immer sehr schön. Die Autoren sind dann praktisch aus der Entfernung, die es ja nicht gibt, mit eingeschlossen. Schön. Und das ist immer ein sehr schöner Startschuss dann für die Bücher, wenn sie dann hinausgehen in die Welt. Oder? Ja, die Energie, die auch Energie dann damit rausgeht. Super, super. Ja. Das ist wirklich sehr schön. Aber da sind wir dann auch alle zusammen. Also wie gesagt, das Markt Verlag ist ein Team. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und trotzdem gibt es Mara Ordemann. Das möchte ich jetzt nochmal betonen. Ja, oder Gabi. Das finde ich doch ganz wichtig. Du hast es ja immerhin ins Leben gerufen und natürlich ist es klasse. Ohne ein Team geht es gar nicht. Ja. Das haben wir auch, also das wäre nicht möglich. Ja. Absolut nicht. Ja, ihr zwei Hübschen. Ich denke, so langsam ist unsere Zeit schon fortgeschritten. Bleibt weiter auf eurem tollen Weg, mit eurem tollen Verlag. Ja, Smaragd, das sagt ihr auch schon wieder. Steht übrigens Mara hinter drin. Ja, das war's dann ja auch. Genau. Ja, dass ich das entdeckte und damals den Namen suchte und war alles Mögliche natürlich im Spiel, wie das dann so ist, wenn man so rumspinnt. Ja. Und dann irgendwie fiel mir dann auf, zwar Rosenmontag in Ehrenfeld beim Tanzen, und dann fiel mir auf, Mara schreckt in Smaragd drin und dann war der Name geboren, dann war es das einfach. Dann war es das. Und ist es auch geblieben, ne? Ist ja auch ein wunderschöner Stein. Das ja, macht, natürlich. Ja, ein hochwertvoller. Genauso wie der Verlag. Und bleibt wirklich auf eurem Weg. Das tun wir. Als tolles Team. Und wir wünschen von Radio Lotusblüte, von Lotusblüte TV, natürlich nicht nur euch, dem Team, allen Autoren, Autorinnen, wirklich allzeit Gottes Segen und immer im Vertrauen aus der geistigen Welt die richtigen Impulse. Ja. Danke. Ich denke, das ist etwas, was ihr habt und was man gar nicht oft genug wünschen kann. Ja? Danke. Ich möchte mich zugleich auch natürlich bei unseren Zuschauern und bei unseren Zuhörern ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, dass ihr uns gelauscht habt und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal, so wie wir es auch immer machen, mal auf den Smart Verlag klickt, hineinschaut. Lasst euch einfach inspirieren. Wir können noch nicht einmal sagen, dies oder jenes Buch ist das Beste. Geht nicht, weil wir alle irgendwo sehr wertvolle Unikate sind und ein jeder ist vielleicht davon inspiriert und der andere wieder mehr von diesem Buch. Schaut es euch an, lasst euch inspirieren und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute, alles Liebe und natürlich auch allzeit Gottes Segen auf all euren Wegen. Danke, das sagt euch eure Sanara Angelika aus dem Sendestudio Ulmen. Und natürlich die liebe Mara. Tschüss. Und die Gabi. Tschüss. Tschüss.